Das Wort Olympia bedeutet für mich sehr, sehr viel. Es ist eigentlich das Größte, was jeder Athlet, jeder Sportler mal erreichen möchte. Wir hatten dadurch, dass es in London war, sehr, sehr viele Bekannte und Freunde dabei. Und mit denen dann allen noch zu feiern hinterher und wirklich den Moment zu genießen, das war schon ein traumhaftes Erlebnis. Ich hatte ein bisschen einen schlechten Start in der Dressur, aber dann sich so vorzuarbeiten und dann am Ende noch Gold zu gewinnen, das war schon eine ganz fantastische Aufholjagd und hat letztendlich auch riesen Spaß gemacht. Warum Pferde? Eine gute Frage. Ich bin im Stall groß geworden, in der elterlichen Anlage. Mir hat es schon immer Spaß gemacht, als kleiner Junge mit den Ponys zu spielen, zu reiten. Und bei mir stand eigentlich schon immer fest, dass ich was mit Pferden machen will. Dass mein Sport bei den Olympischen Spielen dabei ist, finde ich ganz großartig. Aber ich glaube auch, dass er auf jeden Fall dazu gehört, weil es ist einfach die Krone der Reiterei. Und es ist ein ganz faszinierender Sport, der eigentlich jeden begeistert, der sich etwas intensiver mit dem Sport beschäftigt. Meine Hoffnungen für Rio sind natürlich die Träume, nochmal Gold zu gewinnen. Aber das ist sehr, sehr schwer. Wir haben eine sehr starke Konkurrenz. Es ist für jeden Sportler, für jeden Athleten ist es ein ganz großes Ziel, ein Traum, da überhaupt dabei zu sein. Und da eine Medaille zu bekommen, ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es klappt.